Harald Bock spielt seit seiner Kindheit intensiv Fußball. Vor 2 Jahren wird sein Hüftknochen gequetscht. Die Folge sind zahlreiche Arztbesuche. Die haben dann mit mir gleich eine fokussierte Stoßwellentherapie gemacht, die was leider nichts geholfen hat. 4-mal fokussierte Stoßwellentherapie, nachher dann MRT, wieder Überprüfung. Da ist das Ödem ein bisschen größer geworden sogar. Dann beim 2. Mal war ich wieder bei einem Arzt. Dann habe ich da so Hochspannungsstoßwellentherapie gehabt mit Narkose 1 Stunde. 6 Wochen mit Krücken gegangen und das hat sich auch alles nichts gebracht. Ist auch alles da geblieben. Und beim 3. Arzt habe ich dann mitgekriegt, dass ich einen Knorpelschaden habe. Wie viele junge Patienten mit Gelenksproblemen wünscht sich Harald Bock eine schnelle Lösung. Doch ein künstliches Hüftgelenk kommt für Dr. Christoph Gebhardt, einem der führenden Spezialisten für Hüftchirurgie, in diesem Fall nicht in Frage. Primär steht der Kunstgelenksersatz ganz klar am Ende einer Behandlungskette. Am besten ist es immer noch, wenn der Körper von selbst Defekte reparieren kann. Wenn wir ihn dabei unterstützen, ohne Nebenwirkungen, unerwünschte Wirkungen in Kauf zu nehmen, ist das der optimale Heilungsansatz. Die sogenannte ACP-Eigenbluttherapie ist so ein Ansatz. Patientinnen und Patienten wird eine kleine Menge Blut abgenommen. Anschließend wird das Blut in einer Spezialzentrifuge aufbereitet. Dabei setzt sich Blutplasma ab. Das körpereigene, aufbereitete Plasma enthält Blutplättchen, Stammzellen und Wachstumsfaktoren. Diese Eiweiße sind in der Lage, den Wiederaufbau des geschädigten Knorpels zu aktivieren. Klinische Beobachtungen bestätigen die Wirksamkeit. Wenn die Indikation richtig gestellt ist, Sie wollen mir eine Zahl abbringen, wenn die Indikation richtig gestellt ist, würde ich aus der klinischen Erfahrung das schon um die 80-90% einschätzen. Wissenschaftliche Studien zur Eigenbluttherapie sind umstritten. Eine Wirkung wurde bisher bei Kniearthrose nachgewiesen. Bei Hüftschäden fehlen Langzeitstudien. Da die Knorpelstruktur in Knie und Hüfte ident ist, geht Dr. Christoph Gebhardt von vergleichbaren Ergebnissen aus. Die Hüfte ist nur viel schwieriger zu erreichen als im Kniegelenk und deswegen sind die Langzeitstudien meiner Ansicht nach ausständig. Das Hüftgelenk liegt tiefer als andere Gelenke. Der Arzt muss besonders erfahren sein, um keine Nerven und Blutgefäße zu zerstören. Die Injektion wird unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Danach kann der Patient sofort wieder seinen Alltagsaktivitäten nachgehen. Bis die Wirkung einsetzt, braucht Harald Bock aber vor allem eines: Geduld. Die Hauptwirkung ist nach mehreren Monaten zu erwarten. Da hier nur ein Heilungsprozess unterstützt und angestoßen wird, dürfen Sie sich nicht erwarten, wie bei einem Lokalanästhetikum, dass das wenige Minuten nachher schmerzfrei ist. Das ist eher sogar das Gegenteil der Fall, dass das zusätzliche Maß an Flüssigkeit während der ersten 2 Tage die Spannung im Gelenk erhöhen kann. Ein weiterer Nachteil der Eigenbluttherapie ist, sie kommt nicht für alle Patientinnen und Patienten mit Knorpelschäden in Frage. Der typische Patient für eine Eigenbluttherapie hat einen maximal zweitgradigen Knorpelschaden und ist im Optimalfall nicht älter als 30, 40. Dann wird es wirklich schwieriger mit den Reparaturfaktoren. Und Ausschlussgründe sind wirklich fortgeschrittene, drittviertgradige Destruktionen, wo der Stoffwechsel, die Stoffwechsellage dann auch so schlecht ist, dass eigentlich eine Reparatur oder auch nur Stabilisierung kaum mehr erwartet werden darf. 200 bis 300 Euro kostet eine Behandlung. Die österreichische Gesundheitskasse lehnt eine Kostenübernahme ab und bezieht sich in einer Stellungnahme auf eine fehlende medizinische Evidenz. Dort, wo dieser Nachweis, in diesem Fall bei der Eigenbluttherapie, fehlt, ist eine Kostenerstattung nicht möglich. Empfohlen werden mindestens 2 Behandlungen. Und wenn man nach 4 keine vernünftigen, positiven Response erhält, halte ich nichts davon, eine 5. zu geben. Harald Bock hat auf die ersten Injektionen gut angesprochen. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass jetzt da komplett gut ist, aber ich kann rauffahren wieder schmerzfrei, ich kann spazieren gehen schmerzfrei, ich kann sitzen, liegen schmerzfrei, schlafen, kann ich wieder 8-9 Stunden so viel.
Und ja, das ist, macht dann auch wieder eine Lebensfreude. Der junge Niederösterreicher hat seinen Traum vom Profifußballer noch nicht aufgegeben. Und aus medizinischer Sicht ist er auch nicht zu hoch gegriffen.